Hallo zusammen. Ich habe eine Patientin heute eingeladen, über ihre Geschichte zu berichten, weil ich sie sehr beeindruckend fand und weil ich denke, weil sie vielen Leuten Mut machen kann. Vielleicht berichten Sie uns einfach so über Ihren Weg der letzten Jahre. Gerne. Um es vorwegzunehmen, also ich habe innerhalb von einem Zeitraum von circa 7 bis 8 Jahren in der Vergangenheit jetzt insgesamt 50 Kilogramm abgenommen. Also ich bin ein relativ kleiner Mensch. Ja, danke. Bin 1,58 Meter gewog, bevor ich in dieses Thema eingestiegen bin. 110 Kilogramm, was alles andere als gesund ist. Also einen gesunden Lebensstil habe ich nie geführt damals, in meiner Kindheit nicht und auch später nicht. Und habe dann irgendwann für mich zum Glück gemerkt, okay, ich muss was verändern. Habe dann 50 Kilogramm abgenommen. Habe das bestimmt auch nicht immer auf besten Wegen gemacht. Im Endeffekt war es dann so, okay, die Kilos habe ich verloren, aber im Spiegel habe ich mich immer nicht wohl gefühlt. Deshalb sitze ich auch im Prinzip heute hier. Das Thema Oberarm ist bei mir wirklich das Thema, was mich stark limitiert. Sie müssen sich ja vorstellen, ich habe 50 Kilogramm abgenommen. Vielleicht denkt man sich jetzt, wow, sie ist mega glücklich, aber das Gegenteil. Also so Sachen wie Spaghetti-Träger, Tops oder generell alles, wo man die Arme ein bisschen mehr sieht, war für mich immer oder ist für mich immer noch ein Tabu, auch nach der ganzen Gewichtsabnahme. In welcher Zeit haben Sie das abgenommen? Die ersten 30 Kilo gingen relativ schnell, wenn man ja relativ übergewichtig ist, geht es ja immer ratzfatz am Anfang. 33 Kilo waren es, glaube ich, genau im ersten Jahr. Und dann habe ich so langsam, Schritt für Schritt, noch die nächsten 20 Kilogramm verloren. Aber Sie waren schon früher hier. Genau, 2019, vor 4 Jahren, war ich das erste Mal hier. Da kam so der Gedanke in den Kopf, okay, man kann auch mit einem Eingriff das Ganze ein bisschen unterstützen, ich sage es mal so. War dann hier. Natürlich ist das alles mit gewissen Kosten verbunden, aber sie haben mich damals schon überzeugt und für mich war klar, okay, ich möchte das machen. Also ich habe mich 2, 3 Tage später hingesetzt, habe mir einen Nebenjob gesucht und genau, habe dann mir den Entschluss gefasst, ich möchte es machen, ich arbeite da jetzt ein bisschen für und dann gönne ich mir das so ein bisschen. Ja, und dann vor 3 Jahren, im Januar 2020, kam eine andere Idee in meinem Kopf, auch im Zuge des ganzen Thema Gesundheit. Ich möchte eine neue Ausbildung anfangen. Ich möchte eine Ausbildung anfangen im Gesundheitsbereich, um genau zu sein, im Fitnessstudio. Ich möchte Trainer werden. Und habe dann eine neue Ausbildung mit 27 nochmal angefangen in einem klassischen Fitnessstudio. So. Klasse. Ja. Mein Hintergedanke war im Prinzip klar, ich möchte mein privates Interesse, also das Training, verbinden mit meinem beruflichen, möchte aber auch Leuten einfach weiterhelfen. Im Prinzip das, was ich geschafft habe, wollte ich weitergeben. So, und Und jetzt hat sich der Kreis geschlossen. Genau. Und wir sind wieder zusammengekommen. Sie haben sich jetzt entschlossen, die Oberarmstraffung machen zu lassen. Es ist sozusagen die Krönung dieses steinigen Weges. Und demnächst wird auch die Operation dann durchgeführt werden. Genau. Nach 4 Jahren waren wir dann bewusst, okay, ich mache das jetzt nochmal. Habe viel dazu gelernt, habe mich auch nochmal neu kennengelernt. Jetzt für mich einfach, diese OP möchte ich machen, bin nochmal hierher zu Ihnen zurückgekommen und möchte im Prinzip dieses Thema nicht abschließen, aber da einfach einen Schritt weiter für mich und auch für mein Mindset gehen. Beeindruckend. Ich denke, es ist ein gutes Beispiel für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, einfach Mut zu machen, dass es möglich ist, so einen Weg zu gehen, auch wenn es vielleicht aufs erste Mal ein paar Hürden hat. Es hat viele Hürden, nicht nur die Gewichtsabnahme, wie wir gehört haben. Aber ich finde das großartig, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier mit mir darüber zu sprechen. Ja. Und ich denke, dass es vielen Menschen auch Mut macht. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich finde das ganz klasse, dass Sie diesen Weg gegangen sind. Und ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass es auch einen schönen Abschluss findet.
Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja, jetzt haben Sie ja die Operation überstanden und jetzt ist schon einige Zeit her und deshalb wollte ich Sie einfach fragen, wie haben Sie es empfunden, wie sind Sie mit dem Resultat zufrieden, war es die richtige Entscheidung? Genau. Also um es vorwegzunehmen, es war absolut die richtige Entscheidung. Beim Kleiderkaufen, bei alltäglichen Sachen geht es mir viel, viel besser, ein ganz anderes Lebensgefühl. Großes Lob an das Team, die Operation war sehr angenehm, würde ich fast sagen, auch nach der OP. Ich wurde noch gut betreut hier, auch in der Zeit danach. Die Kontrolltermine, die ich hatte, also war alles sehr zufriedenstellend. Ich fühle mich wohl, das war mein Ziel. Und ich glaube, da haben Sie einen großen Teil dazu beigetragen. Dankeschön, das freut mich sehr zu hören. Das ist das größte Lob und damit ist unser Ziel erreicht. Und ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Gleichfalls, danke. Danke.